Geschätzte Mitbürgerin, geschätzte Mitbürger, mit der Thematik der Gaskraftwerke haben wir uns in der Mitte schon bereits vor dem Ausbruch des schrecklichen Krieges in der Ukraine beschäftigt. Ich habe damals nicht gedacht, dass die Notwendigkeit für schnell verfügbare Notreserven so rasch vorhanden sein wird. Für den kommenden Winter sind Notfallszenarien und Massnahmen bereits ergriffen worden. Da hat der Bund seine Verantwortung wahrgenommen, wie die aktuellen Mitteilungen aufzeigen. Das ist gut so. Ein Gaskraftwerk auf Luzerner Boden kann darum höchstens mittelfristig realistisch sein. Zentral scheint mir, dass der rasche Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion weiter vorantrieben wird. Die aktuelle Lage weltweit, aber vor allem auch in Europa, zeigt uns aber eindrücklich auf, dass die Autarkheit für die Versorgungssicherheit notwendig und wichtig ist. Die Unabhängigkeit wird auch uns etwas kosten. Das ist aber in Kauf zu nehmen. Dass sich das Gaskraftwerk als sogenannter Peaker während wenig Dutzend Stunden als vernünftige Lösung anbietet, ist technisch nachvollziehbar. Allerdings bin ich dezidiert der Meinung, dass die benötigten Gasmengen in geeigneten Speicher in der Schweiz vorgehalten werden sollten. Dabei wäre es unserer Meinung nach ein Must, dass ein grosser Teil der benötigten Gasmengen mit synthetischen oder erneuerbar hergestellten Gas zur Verfügung gestellt werden. Sogenannte Power-to-Gas-Lösungen müssten für so einen Peaker eine Selbstverständlichkeit sein. Der volkswirtschaftliche Nutzen von so einer Anlage wäre auch für den Kanton Luzern interessant. Die Erreichung von Netto-Null CO2-Emissionen per 2050 darf dabei nicht aus den Augen verloren werden und muss langfristiges Ziel bleiben. Der Umbau von unserer Stromwirtschaft kann allerdings nur gelingen, wenn die benötigten Strommengen auch kurz- und mittelfristig gewährleistet sind. Dekarbonatisierung von unserer Energieversorgung macht den Zubau von grossen Stromproduktionskapazitäten notwendig. Der entsprechende Mix an Produktionsanlagen steigert die Resilienz und die Autarkheit vom System und somit von der Schweiz.